Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den hitzköpfigsten aller Helden nennen, wenn ihr wollt. Denn obwohl ich die rote Korunenrüstung anhabe, komme ich hier ganz schön ins Schwitzen, so in der Tiefe des Vulkans. Tja, liebe Leute, aber ich wurde informiert und ihr habt mir gesagt, ich bin ja ganz falsch hier unten. Wenn ich in den nächsten Tempel rein möchte, dann muss ich von woanders dorthin. Der Krater ist richtig, allerdings ist der Eingang hier nicht. Obwohl ich den von hier aus sehen kann. Aber ich habe hier noch eine Kleinigkeit vorhin gesehen. Nämlich noch ein kleiner Schatz, den wir gerne mitnehmen wollen. Das wäre schon ganz schön. Oh, oh. Oh ja, doch, das geht. Huiuiui. Das wäre fast schief gelaufen. So, ein Herzteil nämlich. Und das nehmen... Würdest du aufhören damit, bitte? Ja, danke schön. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Über dem Vulkan da ist noch ein Herzteil. Ich weiß nicht, wie man drankommt. Vermutlich über eine Bohnenranke oder irgend sowas. Allerdings habe ich die bis jetzt fertig gepflanzt und ich weiß nicht so genau, wie ich da rankommen soll. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier weiter, liebe Leute. Oh Mann, das wird bestimmt richtig schön da. Und wenn wir erst dieses Herzteil haben und dann so sagen, ah, guck mal nach Viertel. Total schön. So, wir müssen jetzt erstmal woanders hin. Wir kommen vom Goronendorf. Beinchen gebrochen. Vom Goronendorf, zu unserem Ziel. Das war alles ganz schön gefährlich hier. Diese ganzen Felsen und so. Ich muss von Darunias Büro aus sozusagen... Oh, ich glaube, das war richtig. Ja, das war auch Absicht. Das war total richtig. So, hier muss ich hin. Moment, kann ich da nicht Herzchen rausholen? Ja. Oh, da kam ja gleich Herzchen raus. Ja, toll. Oh, guck mal, wie viele. Tja, da ist ein Steinchen mit vielen Herzchen. Lieber ein Herz... Ja, Quatsch, ein Stein mit Herz als ein Herz aus Stein, würde ich mal sagen. Okay, cool. Dann wollen wir jetzt erstmal hier runterspringen. Hoffentlich mit möglichst wenig Fallschaden. Ich möchte nämlich nicht sterben, bevor ich überhaupt im Tempel ankomme. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen, liebe Leute. Oh yeah, das wird cool. Also hier rein. Einmal rollen. Und ja, ich glaube, hinter der Statue ist das. Hallo, greif doch mal. Man sieht den Eingang ja schon. Oh, vielleicht von vorne? Ja, von hier geht's. Auch nicht. Doch, es geht. Es geht, liebe Leute. Es geht. Wir müssen uns... Ja, keine Sorgen machen. Wir kommen hier rein. Ich hau dich kaputt. Oh, ein roter Rubin. Jetzt habe ich Darunias Ersparnisse gerade eingesammelt, liebe Leute. Aber das macht nichts. Der wird's nicht vermissen. Er ist wahrscheinlich sowieso nicht mehr am Leben. So, ihr seht, hier ist die Brücke, über die ich nicht rüberkam. Weil ich... Also, da dachte ich, da käme ich rüber. Aber es war überhaupt nicht der Fall. Und diese Steine kriege ich ja alle nicht kaputt. Ich glaube, das sind alles die gleichen Steine. Das kann ich gerne mal hier probieren, aber ihr werdet sehen, es wird nicht funktionieren. Ja, genau, das dachte ich mir schon. Dann wird auch der da hinten nicht funktionieren. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Einmal rollen, bitte. Aber wir probieren es trotzdem. Wir sind ja sehr geduldig. Ne, geht natürlich nicht. So, hier ist eine kaputte Brücke und da möchte ich gerne drüber. Und das ist natürlich ganz leicht. Das habt ihr mir allerdings auch noch gesagt, dass man das damit machen muss. Und wir treffen einen alten Bekannten. Hallo. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Aber was wird dir sagen den richtigen Satzbau? Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Den mag ich, glaube ich, ganz gerne. Okay, jetzt muss ich. Yeah, wir haben es gelernt. So leidenschaftlich. Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Jetzt kannst du dich hierher teleportieren. Q-Rex, wir werden uns wiedersehen. Machst du jetzt wieder so fump und ich so, ah nein! Hä? Warum sieht er sich jetzt so um? Was ist passiert? Flip! Hä? 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 Also irgendwas hat ihn verwirrt. Vielleicht die Aussage. Vielleicht war er für einen Moment wirklich sehr verwirrt. Okay, hier würden wir uns hin teleportieren, wenn wir die jetzt spielen. Das ist ganz cool, kann man aber machen. Und hier geht's weiter. Ich weiß nicht, wo es hier hinten entlang geht. Probieren wir das doch mal kurz aus. Da unten geht's runter. Hier geht's auch hin.
Bitte nicht fallen. Uiuiui, hat er mich erschreckt. Uiuiui, der hat mich genauso erschreckt. Wie kommen wir ins... Ja, ich will da hinten hin. Ganz kurz das hier mal ausprobieren. Ah. Jawohl. Okay. Vielleicht kriegen wir da so eine... Nee, kriegen wir nicht. Ja, keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Vielleicht den allerblassesten Schimmer. Vielleicht auch... Uah, wo kommt die Bombe her? Geh weg. Ich wollte das nicht. Nee, da komme ich auch nicht hin. Aber es bringt, glaube ich, auch nicht so viel, da unten hinzugehen, oder? Keine Ahnung. Wir gehen erstmal in den Dungeon rein und können uns das später nochmal genauer angucken hier. Oder kann man das... Nee, das kann man nicht umschubsen, oder? Glaube nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob es hier irgendwas gibt überhaupt. Wir gehen erstmal rein in den Dungeon und hoffen, dass wir da so ein bisschen was Neues kennenlernen. Etwas über Liebe und Leidenschaft lernen vielleicht sogar. Ja, halte ich gut fest. Und einmal hier rein. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay, gehen wir hoch. Oh, oh. Wir gehen nicht hoch. Wir haben hier eine Schlüssel. Wir haben hier keine Schlüssel. Irgendwelche Schalter. Hier haben wir auf jeden Fall was zum kaputt machen. Da oben geht es definitiv weiter. Aber kommen wir denn dahin? Ich sehe jetzt nichts zum Festhalten. Vielleicht an den Dingern da? Nee, glaube ich auch. Eigentlich eher so nicht. Ist ein bisschen weit weg vielleicht auch. Das wissen wir jetzt noch nicht so genau, liebe Leute. Naja, also da gibt es kein Symbol zum Festhalten. Erstmal hier durchgehen. Wir schauen das erstmal. Okay. Ein Schleimheim. Ein Schleimheim. Nochmal. Ich werde gefressen. Lass mich los. Meine Rotrüstung. Alles. Es ist alles mein. Ja, gut. Den müssen wir aber wieder haben, den Schild. Das war nicht sehr lang. Jawohl. Oh, die rote Rüstung hat er gefressen, nicht den Schild. Ach, der hat beides gefressen, oder was? Ist das jetzt weg? Ist der Schild jetzt weg? Das wäre echt scheiße. Der hat beides gefressen und mein Schild nicht wiedergegeben. Das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Okay. Der Hylia-Schild. Geh ins Ausrüstungsmenü und berühre den Schild, um ihn auszurüsten. Das war so eng hier. Na gut. Das war ja sehr merkwürdig gerade. Alles klar. Frisst beides auf und gib nur eins zurück. Da ist ja ein Minigoro. Ja, hallo. Rede mit mir. Bitte. Bitte friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz sicher schlecht werden. Du würdest es bereuen. Ja, du bist ja auch zur Hälfte aus Stein. Ich möchte dich gar nicht fressen. Okay, die müssen wir retten. Ihr seht, der ist zittrig und sehr, sehr traurig. Und außerdem friert er vielleicht sogar, weil es hier nur etwa 90 Grad drin ist. Deswegen müssen wir ihn retten und in Sicherheit bringen. Allerdings, wie wir da rankommen, wissen wir noch nicht. Wie komme ich denn jetzt da... Wie komme ich denn da hoch? Kann ich hier einfach... Au! Okay. Sie haben mich voll verarscht. Okay. Na schön, dann ebenso. Hier kommen wir noch nicht entlang. Ich kenne den Gegenstand, mit dem man das machen muss. Wir haben hier zwei Fackeln. Ich mache die einfach mal an, glaube ich. Ich hoffe, das geht von hier aus. So vielleicht? Ich hoffe, das geht. Oh, das ist ein bisschen weit weg, glaube ich. Nee, es geht. Es geht. Aber reicht nicht, hm? Da brennt es auch noch nicht. Vielleicht hier nochmal testen? Okay. Ach ja, das war es wirklich. Okay, aber wie hätte man ohne Feuerzauber? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Wahrscheinlich gar nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Schwupp. Und schwupp. Okay. Darunia, was machst du denn, du starker Kerl mit dem Dickbauch? Wer ist da? Bist du es, Q-Rex? Tatsächlich, Q-Rex. Du bist erwachsen geworden, ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagir aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Oh, das klingt nicht gut. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Was für eine Sage denn? Doch mir bleibt keine Wahl. Q-Rex, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Das klingt sehr anstrengend, will ich nicht.
Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Q-Rex. Oh je, stimmt, das war ja diese Angelegenheit. Mit ganz vielen Leuten, die wir retten müssen. Das war... Und dann haben wir da einen Boss vor uns, der schon im normalen Spiel meiner Erinnerung nach gar nicht so leicht ist. Wo muss ich überhaupt lang? Erstmal hier ein bisschen mich umgucken. Da haben wir... Das ist der Hauptweg dann? Der Schlüsselweg? Hier ist eine Tür. Da sind nur Truhen und so ein Fackelding, glaube ich. Ich gehe mal ein. So, und ziehe mich da rüber. Ja, okay. Soll ich das einfach mal anmachen? Ich glaube, das mache ich mal. Nimm dies. Kabums. Okay. Scheint nichts gebracht zu haben. Pfeile? Magie. Na gut, nehmen wir das mal. Brennt das da drunter? Ist es gerade ausgegangen? Ach so, das habe ich mit angezündet oder wie? Aber es scheint nicht gereicht zu haben. Scheint nicht genügend gewesen zu sein. Lass mal los. Blöder Lektor. Okay. Uah, schon. Da hinten ist noch eine. Okay. Soll ich jetzt vielleicht... Komme ich da überhaupt noch rüber? Nee. Muss ich da von oben drauf oder wie? Soll ich jetzt vielleicht von der anderen aus die anzünden und dann mit Pfeilen oder so? Weil ich gerade Pfeile bekommen habe. Aber das sieht nach einem ziemlich weiten Schuss aus. Probier's mal eben. Was anderes fällt mir auf Anhieb nicht ein. So, wir gehen. Okay, Hund. Okay, oh nee, das ist ja viel zu weit, oder? Ich probier's mal, aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch nicht das Rätsel ist. Die Lösung ist, liebe Leute. Außerdem, wenn mir die Fackel hier ausgeht. Okay, erstmal du vielleicht. So. Oh, der ist gleich getroffen. Aber den anderen sehe ich noch nicht mal. Oh, von hier aus auch nicht. Ah, das sieht man ja überhaupt nicht. Ah, doch, den habe ich. Boah, das ist aber ganz schön knapp, hä? Huh? Boah, das ist echt knapp. Der ist wieder an und der ist aus. Boah, den sehe ich ja überhaupt nicht. Jetzt, das ist ja echt gemein hier. Muss ich das vielleicht... Nee, von der Truhe aus geht es auch nicht. Huch, nein! Das ist ja gemein hier. Aber ich glaube, so ist es gedacht, hä? Oder muss ich einfach nur ganz schnell darüber latschen und dann das auch anzünden? Könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Ah. Ja, jetzt haben wir's. Cool. Also, das war schon relativ fordernd, muss ich mal sagen. Denn man hat ja kaum gesehen, wo man hinschießen musste. Jetzt habe ich keine Magie mehr und kaum noch Pfeile. Genauso sollte es sein, liebe Leute. Okay, rollen wir weiter unseres Weges. Ui. Gibst du mir Magie, du kleine Kiste, bitte? Komm her. Nee, du gibst mir natürlich keine Magie. Warum gib mir niemand Magie, wenn ich gerade Magie brauche? Okay, und schupp. Oh yeah. Habe ich irgendwas krabbeln gehört? Ich glaube nicht. Wir gehen weiter, liebe Leute. In den Schlüsselraum. War der hier unten? Flump. Nee, war falsch. Da war der Gorone. Den wir nicht retten können, weil wir so unglaublich traurig sind. Achso, hier gibt's gar nicht. Doch, da war Magie. Magie. Ja, Magie ist mein bester Freund. Und Schlüpp. Okay, noch mehr Magie. Yeah. Okay, dann geht's mal weiter, liebe Leute. Und? Fwams. Das ist saugemein. Oh nein, nicht schon wieder diese Typen. Ah, ich muss hier raus, glaube ich. Ah. Ja, das habe ich befürchtet. Ah. Lass mich bloß in Ruhe. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass die unfassbar viel Schaden machen. Und ich wirklich nicht sehr viel Platz hier habe. Ah, und dann auch noch die Kamera habe, die mir so einige Schwierigkeiten bereitet, muss ich mal sagen. Huh, wieso hat er mich überhaupt getroffen? Achso, weil ich den Schild nicht oben hatte. Ja, das ist natürlich blöd. ich dachte ehrlich gesagt, ich hätte ihn oben. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen meine Dark Souls-Steuerung, wie ich da gerade
Ja, warte. Da hat man den Schild nämlich auf der anderen Schultertaste oben. Ach. Komm her. Ach, komm jetzt. Stirb doch endlich. Wie häufig die diesen Sprungangriff auch machen. So, du bist erstmal am Boden. Ich glaube, die ist diesmal sogar ganz am Boden, ha? Könnte das sein? Ach, das ist gefährlich, hier mit einem Sprungangriff zu kontern. Da machen die es nämlich gleich wieder. Guckt euch das mal an. Okay. Okay, der ist aber tot und wir haben es, glaube ich, geschafft. Sehr schön. Aber trotzdem, die machen einen Wahnsinnsschaden. Und immer gleich zwei von denen auf einmal. Ich muss schon sagen, ziemlich gemein. Ist das ein Eisenprinz da? Okay. Ich glaube, das ist ein Eisenprinz. Das sind sozusagen die stärksten Gegner im Spiel. Der kann mich vermutlich mit zwei Schlägen töten. Also rein von der Angriffskraft her die stärksten Gegner. War es das mit euch? Oh ja, das ist gut. Wir wollen das gerne haben. Vielleicht erstmal mit dem hier. Wo bist du? Ja, wir haben sie. Puh, du hast jetzt eine Fee. Yeah. Okay. Dann wollen wir diese Fee gleich wieder so verstauen, dass ich sie nicht versehentlich nehme. So, das wird nämlich ganz schön gefährlich hier mit dem. Oh, noch einer. Das ist auch ganz gut. Dann können wir nämlich diesen Käfer erstmal ausgeben. Ich habe gerade gemerkt, wie gefährlich das ist und möchte gerne... bitte mach nicht zu lang hier. Ja, wir haben sie, wir haben sie. Denn wenn wir jetzt gegen den Eisenprinzen kämpfen müssen, der uns wirklich mit einem oder zwei Schlägen kaputt machen kann, dann ist jede Fee willkommen. Ja, das dachte ich mir wohl. Okay, und zwar... Der Eisenprinz, nimm dich vor seiner schweren Axt in Acht, schlage zu, wenn er seine Deckung vernachlässigt. Okay. Na komm. Greif's an, oder? Okay. Ja. Oh ja, das habt ihr jetzt gesehen. Ich war gerade noch voll. Ist das heftig. Ja. Okay, jetzt, ich glaube aber mehr als diese Angriffe kann er gar nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie viel er aushält. Oh, ist er jetzt schneller oder was? Geh weg. Oh, und er ist, glaube ich, dort. Na gut. Also da sind die Skelette gefährlicher. Den Treffer, den ich eingesteckt habe, den hätte ich nicht einstecken müssen. Ich dachte nur, er hätte nicht mehr drauf als diesen einen Angriff. Aber der Schaden, den die machen, der ist echt pervers. Also echt krass, Leute. Echt krass. So, was haben wir denn dahinter? Wir haben erstmal... Oh ja, ganz viele Sachen. Die nehme ich mit. Hallo? 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 Ah, da bist du ja. Jawohl, heile mich. Noch eine Fee. Also viele Feen gibt es auf jeden Fall. Und was machen wir hiermit jetzt? Sollen wir davor irgendwas spielen, oder was? Mir fällt immer nur die Hymne der Zeit ein, ehrlich gesagt. Hey! Aber wir wissen es leider nicht, was ihr genau habt. Vielleicht müssen wir da auch draufhauen oder so. Oder reintreten. Oder dagegen kicken. Den Schild hochnehmen. Dran ziehen? Nee, glaub, es geht nicht. Ja, ich esse dich gerne mit, aber... Nee, die Fee ist weg. Na, ich hätte vielleicht nicht alle rauslassen sollen. Das ist ein bisschen blöd jetzt gewesen. Puh. Nächster Raum. Nächstes Glück. Oh, schon wieder Feinde? Ach, das ist dieser... Wie macht man den denn nochmal? Geht der mit irgendwie sowas hier? Das weiß ich jetzt nicht. Wie besiegt man diesen Gegner denn? Mit Bomben oder mit Pfeilen, glaube ich? Boah. Okay, der macht aber nicht viel Schaden bisher. Nee, so schon mal nicht. Au. Ah ja, so geht's. Und schupp. Bombs. Ah, wie klein der jetzt ist. Hey, warte.
Na gut, wir gehen in der anderen Richtung einfach lang. Und Shrap! Und nochmal. Shrap! Haha! Okay, er holt sich neues Feuer, glaube ich, jetzt. Komm her, du kleiner Kerl. Endlich fühlt sich mal ein Gegner wieder nach normal an. So richtig, schwach eigentlich. So. Okay. Du müsstest eigentlich bald tot sein, oder? Ich denke mal schon. Ja, lauf nicht weg. Jetzt holt er sich wahrscheinlich nochmal eine Flamme. Erst rot, dann blau und jetzt grün. Wie gittige, das ist ein ekliges Feuer, du. Und schwamm. Ja, ich mach dich fertig. Okay. Ja, wie lange willst du eigentlich noch übernehmen? So, ich glaube, wir haben ihn. Oh, das sieht aus, als würde er sich noch umbringen. Alles klar, cool. Wir haben den Feuertänzer besiegt. Das ist schön. Und wir kriegen eine große Druhe, wie es aussieht. Und die wollen wir gerne auspacken. Und dann freuen wir uns darüber. Weil wir so unglaublich viel XY haben. Ich tippe auf die Karte. Und es ist, obwohl so langsam brauchen wir, glaube ich, auch das Dungeon-Item, wenn es so weitergeht. Und das wäre auch nicht so schlecht, muss ich mal sagen. Ja, der Stahlhammer. Cool. Verwende ihn wie alle anderen Items auch, um irgendwelche Sachen zu zerschlagen. Und das ist richtig cool, das Ding. Ich setze ihn mal hier hin. Eine, glaube ich, sehr starke Angriffswaffe. Okay. Aufladen kann ich mich nicht damit. Ich glaube, der hat das auch in irgendwelchen anderen Spielen nochmal gehabt. Bestimmt hat das in Hyrule Warriors, was ich ja noch nicht gespielt habe. Aber damit kann ich jetzt Steine zerstören, bestimmte. Und ich kann auch Hindernisse aus dem Weg räumen. Moment, Mann, das ist doch falsch hier. Das ist doch falsch. Hier geht's doch lang. So, sehr cool, das Ding. Allerdings zum Kämpfen nicht immer super geeignet. Der Schalter sieht verrostet aus. Ein kleiner Hinweis, dass man das mit einem Hammer lösen kann. Flump. Yeah, cool. Und ich öffne das hier. Und wir haben Glück. Eine Karte, cool. Blauräume, bla 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 bla. Okay, alles klar. Die Qualen haben ein Ende? Ich bin frei? Nein, ich esse dich jetzt. Ah, sicher hat Arunia dich um Hilfe gebeten. Du hast etwas bei mir gut. Hilf Arunia. Okay, sehr geil. Den haben wir gerettet und jetzt müssen wir Arunia auch noch retten. Obwohl, eigentlich müssen wir noch 20 andere von diesen Typen retten, ne? Das machen wir schon. Keine Sorge, liebe Leute. Wir retten die alle und dann essen wir sie auf. Oh ja, das wird richtig, richtig brutal. So, schupp. Hier gibt's nichts. Ach, endlich mal wieder Dungeon spielen. Ach nee, das war falsch. Habe ich vergessen. Dieses ganze Minispiel machen, das hat mich schon ganz traurig gemacht, liebe Leute. Das hat mich wirklich traurig gemacht. Okay, jetzt kriege ich das hier nämlich aus dem Weg mit meinem Hammer. Und blub. Yeah. Flum. Und flum. Yeah. Sind alle einfach weg. Na gut, macht mir nichts. Gehen wir durch die Tür. Ach, das ist ein cooler Gegenstand irgendwie. Muss ich echt mal sagen. Oh, den Raum kennt man noch aus dem Originalspiel. Da hinten steht auch wer, oder? Der ist bestimmt ein bisschen anders, der Raum. Also, da hinten haben wir ein Schlüsselchen, das wir brauchen. Da oben eine Fackel, die sehe ich von hier aus. Ach, das drüben ist auch eine Fackel. Da ist erstmal eine Tür. Wollen wir erstmal probieren, ob wir hier lang gehen können? Ich denke schon. Oh, das Ding ab. Okay, da oben ist auch eine. Oh, das ist ja fies hier. Okay, wir müssen das offenbar mit einem Bogen machen. Da oben ist nämlich auch wieder eine Fackel. Ah, wir gehen erstmal durch. Vielleicht muss man das von der Seite aus machen. Das ist ja alles ganz schön anstrengend für meinen kleinen Kopf in der Drille. Achso, noch was zum Befreien. Na gut, auch gut. Plump. Erp. Hallo. Die Qual haben ein Ende, ich bin frei. Danke, lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wände, die du mit dem Blumen von der Gorun zerstören kannst, klingen anders, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Das sagst du jetzt? Du Arsch. Na gut, wir holen uns erstmal dieses Skaltula hier. Ach, nur einen Schlag. Na gut. Und gehen weiter unseres Weges, liebe Leute. Und hoffen darauf, dass wir jetzt dieses Rätsel mit den Fackeln hier rausbekommen, wie das geht am besten. Ich habe 3 Fackeln bis jetzt gesehen. Moment. Da habe ich gerade was entdeckt. Nee, das ist nur die Fackel. Ich glaube, so komme ich da nicht rüber, ha? Huh? Warum fährst du da so entlang? Das ist doch scheiße. Huch, ich habe ja gar nichts verloren. Ach so.
ich komme hier hoch. Ach so. Aber von hier aus könnte ich theoretisch die anzünden. Aber die hier nicht, oder? Und die brennen doch nie und nimmer so lange, dass ich das alles schaffe. Denn da drüben ist ja noch eine Fackel. Ganz weit. Obwohl, na, vielleicht schafft man das sogar. Wenn man sehr schnell ist. Was ich nicht bin im Regelfall. So, einmal so. Hä, wo ist er denn? Nee, das schafft man doch nie. Wo ist die denn? Man sieht sie ja kaum. Also da ist die Fackel. Aber, boah, das ist ja ganz schön gemein. Also die hier sollte man schaffen. Trotzdem, also man hat ja kaum Zeit, das überhaupt zu zielen. Und verbraucht so viel Magie hierfür. Okay. Ja, die haben wir auf jeden Fall an. Die Tür ist offen, das ist gut. Und die andere müssen wir dann vielleicht nochmal separat machen. Geht das nach oben oder was? Nee, geht nach unten. Na gut. Ich würde ganz gerne da hoch, aber ich glaube, das schaffe ich so noch nicht. Oder gibt es vielleicht bei dem Goroni-Typi da noch einen Weg, den ich erst nicht gesehen habe? Das wäre natürlich toll. Nee, aber nee. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Hoffentlich muss ich die Tür jetzt nicht nochmal aufmachen. Das wäre echt blöde, liebe Leute. Das wäre echt scheiße. Das würde mir echt nicht gefallen. Das hätte ich echt nicht gut. Echt jetzt. So. Halt, stopp. Ich wollte mich gar nicht verbrennen. Ich wollte nur nochmal Magie holen, falls es das... Das ist echt voll gemein, dass man das nicht nochmal bekommt. Na gut, gehen wir erstmal zurück. Ja, hier, das bringt uns alles nicht wirklich weiter. Ich gehe mal wieder hier hoch. Einen Schlüssel haben wir ja, glaube ich, noch nicht. Wir müssen jetzt irgendwie erstmal die Fackel da oben anmachen, denke ich mal. Flüpse! Und Flüsseba! Ah, Schnibbeldor! Schnibbeldor? Ich hab doch keine Ahnung, was ich damit meine. Ja, ich weiß, es tut ein bisschen weh an der Füße. Aber, hey, wer laufen will, muss leiden. Ach, das kann ich damit gar nicht anzünden? Nee, geht gar nicht. Das ist ja blöd. Das ist ja blöde. Aber wie mache ich... Wie mache ich es dann? Muss ich da jetzt rüberspringen oder was? Nee. Vielleicht, wenn ich in der Nähe bin, jetzt so? Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Und weiter? Ist es an und weiter? Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Achso, das ist ja böse hier. Also wir haben hier jetzt so ein Ding stehen. Das war, glaube ich, vorher nicht da. Tja, liebe Leute. Ich bin verwirrt. Und zwar ganz ernsthaftiglich. Vielleicht haben wir irgendwo noch mehr davon bekommen. Aber was sollte uns... Also da steht auf jeden Fall eins drin. Ich weiß nicht, weil ob die Dinger neu erschienen sind, aber auf jeden Fall ist das muss hier irgendwas Gutes bedeuten. Irgendwas, was uns sagt, wir haben was Richtiges gemacht. Aber wir können uns nicht hochziehen, wir können hier gar nichts machen. Vielleicht kommen wir da auch nur raus. Dann gehen wir mal wieder zurück in eine andere Richtung. Hier sind überall diese komischen Dinger zum Festhalten. Ist ja anstrengend hier. Ist ja anstrengend. Was zum Beispiel ist denn da oben? Nix. Überhaupt gar nichts. Tja, dann, liebe Leute, würde ich sagen, müssen wir uns im nächsten Part mal weiter beschauen. Nach irgendwelchen Möglichkeiten, mit denen wir einen Schlüssel bekommen oder sowas in der Richtung. Also, das war ja nur der Eingang, wa? Ja, klar. Das kann ja nur der Eingang gewesen sein. Dieser blöde große Raum, der ist doch echt verwirrend. Na gut, Leute, aber ich muss den Part jetzt beenden. Wir schauen uns das nächste Mal genau um. Ich danke euch jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte. Aber ich habe leider viel zu kurze Arme und deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.